Was ist schön? Mit dem Begriff Schönheit haben sich die Studierenden von der Schule für Gestaltung auseinandergesetzt. Darunter sind unterschiedlichste Wahrnehmungen dabei herausgekommen. Fotografin Angelina Wegmann, die an der morgigen Vernissage ausstellen wird, erzählt, was für sie Schönheit bedeutet. Für mich ist Schönheit, wenn es ewig genau nicht den gesellschaftlichen Normen entspricht. Sprich, so die klassischen 90-60-90. Und wenn Personen einfach nicht das Perfekte haben. Also, es ist schwierig zu erklären, aber ich merke auch schnell auf der Straße, wenn ich jemanden schön finde. Und dann habe ich wirklich das Bedürfnis dazu, um diese Person sofort zu fotografieren. Unter den verschiedenen Fotografien sind subjektive Wahrnehmungen von sogenannter Schönheit von den Studierenden zusammengekommen. Warum ist aber speziell der Begriff Schönheit für die Ausstellung von den Dozentinnen ausgewählt worden? Wir haben ja auch bewusst so gleich die Aufgabe gestellt, dass sie das sehr individuell und subjektiv sich mit dem Thema auseinandersetzen sollen. Und das Ziel ist natürlich auch, dass man eben dann die ganz verschiedenen, diversen Schönheitsbegriffe kann nachher diskutieren kann. Speziell das Idealbild von gelesenen Frauen ist in unserer Gesellschaft mit einer klaren Vorstellung verankert. Dem widerspricht jedoch Angelina Wegmann. Auch ich mit 50 plus kann schön sein. Und das kann jede Frau, egal in welchem Alter das man ist, wie zweig das man ist, das kann jeder noch schön sein. Jeder ist auf seine Art schön, sei es jetzt innerlich, äußerlich, whatever. Ab morgen kann man die Fotografien der Studierenden betrachten und sich selber ein Bild vom sogenannten Schönen machen.